Vor 6 Jahren hat Anton Schweiger damit angefangen, die Flächen unter den Solarplatten seiner Photovoltaikparks mit Tieren zu bewirtschaften. Seitdem leben hier direkt neben der B8 in verschiedenen Gehegen Bisons, Black Angus und Galloway-Rinder. So oft wie nur möglich kommt der Besitzer des Hotels zur Isar in Plattling zu seinen Tieren, um persönlich nachzuschauen, wie es ihnen geht. Solarparks sind grundsätzlich eine landwirtschaftliche Fläche gewesen. Und man muss ja die pflegen, also die Grünpflege machen. Und das Grünzeug, was da drin wächst, das muss man ja das ständig entsorgen, wegschmeißen. Und dann habe ich irgendwann einmal den Gedanken gehabt, wegschmeißen ist zu schade, jetzt gehe ich lieber her und mache verschiedene Rassen rein, verschiedene Tierrassen, die das abweiden sollen. Also ich habe nicht alles am Parks mit Tieren, aber großteils, also was da im Umkreis von Plattling ist, sind die Tiere drin und fressen das Gras ab, das sie sonst mähen müssten und kostet Geld, das ist alles weg. Also eine Win-Win-Situation für Mensch und Tier. Und damit seine Lieblinge auch fleißig grasen und munter sind, bringt ihnen Anton Schweiger ab und zu eine kleine Belohnung mit. Kriegst du das? Da ist ja, die kriegst du auch nicht, ja. Anton Schweiger hat zu den Bisons eine ganz besondere Beziehung aufgebaut. Der Hotelbesitzer genießt die Zeit mit seinen Tieren jedes Mal aufs Neue. Eine Kuh, mit der kann man spazieren gehen. Eine Kuh, die kann man anklagen. Eine Kuh, auch wenn es wie ein Angus oder ein Galloway, die wir haben, die gehen halt zu, die fahren den Hänger auf und fährst da hin, wo ich es hin haben möchte. Und ein Bison tut man halt das nicht. Der Bison, der geht halt nicht zu. Der kommt zwar, wenn man ihm schreit, aber mitgeturrt zwingt den noch lange nicht. Also der hat auch ein bisschen ein eigenes Hirn, der Bison. Bei den Bisons ist jedoch Vorsicht geboten, da die Herde momentan ein kleines Kalb beschützt. Zwar folgen die kanadischen Wiederkäuer der Stimme von Anton Schweiger, sie sind und bleiben jedoch wilde Tiere. Ja, brav ist, jetzt geh her. Ja, geht's noch, auf geht's. Geht's noch, hey. Also man muss ja da aufpassen, aufs Artgerecht halten. Also die brauchen alle einen Unterstand, wobei sie auch nicht gerne eingehen. Also sie kann lieber, mein Bison ist ja wirklich ein Weizviech, das mag ja heraus sein, das ist ja kein Streichelzoo nicht. Also das ist, der mag in der Natur leben. Sommer wie Winter haben die heraus. Und auch futtertechnisch gibt es für die Tiere einiges zu beachten. Die fressen hauptsächlich Gras im Sommer heute halt, und im Winter kriegen sie heigefuttert. Auch das, was in den Solarparks geerntet wird, also was im Sommer kalkt wird. Und was sie dann ankriegen, haben von der Brauerei Trebern als Eiweißstärke, sodass sie rundum gut versorgt haben. Und Wasser natürlich, das ist eh klar. Bei der Arbeit mit den Tieren bekommt der Hotelbesitzer jedoch Unterstützung. Pfleger Jochen fährt jeden Tag von Gehege zu Gehege, um nach den Rindviechern zu schauen. In der Früh, mein, was ich gerade in dem Moment zum Tor habe, mein, entweder ich fahre ein Hai ein oder ich fahre Zucker am Schnitzel ein oder eigentlich jeden Tag auf Haus ist ein Wasser. In den 5 Jahren, in denen Jochen jetzt die Tiere betreut, ist unter den insgesamt 80 Tieren auch schon mal die eine oder andere tierische Freundschaft entstanden. Jetzt geht's noch. Ich sag geh. Jetzt geh. Jetzt geh. Jetzt geh. Jetzt geh, Lisa, geh. Jetzt geh. Lisa ist eine der ersten Kühe, die das Gehege bezogen hat und deshalb auch Jochens Lieblingskuh. Das ist jetzt, das haben wir zwei, das haben wir Galloway. Das war ein Versuch da, die Schwarze, das ist ein Galloway-Angus-Mix. Da ist die Mutter ein Galloway und der Vater war ein Angus. Und das war einfach nur einmal ein Versuch und das hat aber auch recht gut eingehaut. Das ist eigentlich ganz, hat einen Kopf von Angus und einen Körperbau von Galloway. Aber sonst gibt es eigentlich bei denen gar nichts. Galloway ist eigentlich eine ruhige Rasse. Also wir haben mit denen eigentlich überhaupt kein Problem. Den Tieren geht's in den Solarparks vom Hotel zur Isar also rundum gut. Davon konnten wir uns überzeugen. Deswegen lassen wir Lisa sowie die gesamte Herde nun wieder in Ruhe unter den Solarflächen weitergrasen.